Du musst in der Schule eine Charakterisierung schreiben. Du weißt aber nicht wie. Wir erklären es dir. Eine Charakterisierung besteht aus einer Einleitung, aus einem Hauptteil und einem Schluss. Im Hauptteil nennst du alle äußeren Merkmale. Und danach nennst du alle inneren Merkmale. Wir beginnen mit den äußeren Merkmalen. Das ist Bob. Er trägt gern blaue Hosen, einen roten Pullover, er hat blonde Haare und ist 14 Jahre alt. Außerdem hat er eine große Narbe am Knie. Bob geht in die Playmobil-Oberschule. Er lebt mit seiner Schwester, seinen Eltern und einem kleinen Dackel in einem Dorf. Bob hat viele Freunde. Zu den äußeren Merkmalen einer Person gehört auch das Verhalten. Bob liebt es zu skaten. Er trifft sich jeden Tag mit seinen Freunden im Park. Sein Dackel ist auch dabei. Nach dem Skaten muss er seinen Eltern im Haushalt helfen. Das mag er nicht so gern. Nun kommen wir zu den inneren Merkmalen einer Person. Bob ist verliebt. Er mag ein Mädchen aus seiner Klasse. Er möchte sie mit seinen Skatekünsten beeindrucken, doch sie bemerkt ihn einfach nicht. Er hat sich vorgenommen, sie auf der nächsten Klassenfahrt anzusprechen. Du musst dir also merken: In einer Charakterisierung gibt es eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Im Hauptteil nennst du zuerst die äußeren Merkmale, danach die inneren Merkmale. Jetzt kannst du loslegen.